ursprünglich komme ich ja von den Gefäßen. Gefäße sind für mich noch immer nach wie vor wichtig und das große Gefäß im Garten hat den Titel Großes Gefäß zur Aufbewahrung von Blütenmystik. Als junge Frau war ich fasziniert von abstrakt-figurativen. Also es ist ja so, dass man in der Keramik immer von unten beginnt und es war für mich wie ein Emporwachsen von Formen. Diese Öffnungen, die ich immer wieder mache, die mache ich deswegen, damit man gut fühlt, dass das Material hohl ist. In der Keramik wird ja vom Hohlraum aus gebaut und es ist ein Unterschied, ob ich einem festgefügten Stein... Ich habe mich wirklich lange Zeit mit den Engeldarstellungen beschäftigt. Es gab einen Punkt in meinem Leben, der ausgelöst wurde durch das Sterben einiger lieben Menschen. Und das hat mich dazu geführt, das Thema Spiritualität wirklich ernst zu nehmen. Hier beginnt die Auferstehung. Und geht ganz zügig hinauf. Da sieht man, dass man sich gar nicht fürchten braucht.